In Freiburg haben wir viele S-Bahnen gesehen. Auf den Bahnschienen wächst Gras, um den Lärm zu absorbieren. Eine S-Bahn ist sehr praktisch, weil sie schnell ist. Ein großer Teil von der Stadt ist autofrei. Deswegen nehmen die Bürger die S-Bahn. Die Mehrheit der Einwohner haben ein Rad. Aber wenn Sie es eilig haben, benutzen Sie die S-Bahn. Die S-Bahn ist umweltfreundlich, weil sie mit Ökostrom funktioniert. In Freiburg kommt der Ökostrom für die S-Bahn von Badenova. Wir haben eine multimodale Plattform Zentrale der Mobilität gesehen. Mit dieser Plattform kann man sein Rad im Parkhaus der Radstation lassen und dann die S-Bahn nehmen. In Freiburg gibt es natürlich auch Busse.